Warum ist es eigentlich nicht normal, dass auch Kleinkinder getragen werden? Dass Babys getragen werden, ist mittlerweile gang und gäbe. Und eine Babytrage gehört für die meisten Eltern mit auf die Liste der Erstausstattung. Dass größere Kinder nicht mehr so häufig getragen werden, liegt natürlich auch daran, dass sie anfangen zu laufen und die Welt entdecken wollen und außerdem immer schwerer werden. Trotzdem sind auch noch Kleinkinder Traglinge. Gerade wenn Kinder die Welt entdecken, vielen Reizen ausgesetzt sind und neue Erfahrungen machen, kann es für sie sehr erholsam sein, zwischendrin immer mal wieder getragen zu werden. Sie können so ihren Bindungstank zu ihren Bezugspersonen füllen, ihr Bedürfnis nach Nähe stillen und so ihren Stress abbauen, was sie empfänglicher macht für neue Reize und um diese zu verarbeiten. Wir haben wieder angefangen, den Großen regelmäßig zu tragen und merken, dass es sich sehr positiv auf sein Wohlbefinden auswirkt. Er kommt schneller zur Ruhe und ist ausgeglichener und wir freuen uns über mehr Kuschelzeit.